Hallo und willkommen zurück zu Trails into Reverie. Heute geht's ans Geschenke auspacken. Ceiling stones unsealable. Wir haben etliche Ceiling Stones bekommen. Ich fange mal mit den einfachen. Warte mal, wo sind meine goldenen? Ich habe gar keine goldenen bekommen, oder? Kann das sein? Okay, machen wir erstmal das normale Loot. Nice. I'll hold on to it. Okay, Action 3 freue ich mich drüber. Und der Rest ist Müll. Also okay, Deko-Item. Ja, von mir aus. Who knew we'd get so lucky? So, Lone Blade ist brauchbar für den einen oder anderen. Holy Breath, Ultra Rare, ja, okay. Tja, und noch ein Action 3 wieder. Und die Evade 3, ist okay. Das war ganz gut. So, dann haben wir noch 12 andere Silver Shards. Knew we'd get so lucky. Ein Kostüm designt nach einem OZ Mirage Kobalt. Achso, diese künstlichen Menschen sozusagen. Splitbreaker 4, sehr schön, ja. Power Droplet, Stärke plus 1. Ja, genau, das haben wir noch nicht gemacht. Oh, und 160 U-Material. Ja, das ist auch gutes Loot hier. Und 240 U-Material. Sehr schön. Die beiden auch noch eben auf. Nice. I'll hold on to it. Ja. A Bobcat. Also dieses Luftschiff von Nine Valley. Ja. Nee, um SSWs, ich komme nicht da später drauf. Ich mach jetzt Ceiling Stones auf. Ein neuer Tagtraum. The more things change is now available. Okay. Lecter stört da ein wenig, aber schön da rechts Chloe zu sehen. Und links ist, ja, ich komme gerade nicht drauf. Wird auf jeden Fall interessant. Also vor allen Dingen, wie, da bin ich wirklich brennend interessiert, wie die jetzige freundschaftliche Lage zwischen Chloe und Lecter so ist. Okay, neuer Tagtraum, one lucky stone, one unlucky ship. Also mit hier der von Nine Valley und der Baron, ja, Milliums Großonkel oder, ach, ich weiß ja gar nicht mehr, wie die alle heißen. Sorry. Auf den habe ich überhaupt keinen Bock, ehrlich gesagt. Ja. Und Project Orbital Gear 4 Teil 2 ist available. Wir erinnern uns noch ganz dunkel. Tita hatte so ein neues Orbital Gear gebaut. Und beim Testflug gab es dann Probleme. Irgendjemand ist da irgendwo abgestürzt. Musste gerettet werden. Und dadurch ist das Orbital Gear überlastet worden und dann auch kaputt gegangen und so. Aber Menschenleben ging halt vor. Und dabei haben wir auch noch irgendwie das Luftschiff des Emperors gesehen. Und das hat jetzt hier noch ein Nachspiel wohl. Auch interessant. Gut, was mag das sein? Ein weißer Ceiling Stone.
Auch ein Daydream. Ach krass. Look back to look forward. Also blicke zurück, um nach vorne zu schauen. Also, fangen wir mal an mit dem Hintergrund. Der Hintergrund erinnert mich ein bisschen an den Reverie-Korridor hier. An Reverie-Garden oder Korridor. Die Personen sagen mir jetzt auf den ersten Blick gar nichts, aber das hat auch nichts zu bedeuten. Das wird auf jeden Fall der spannendste Tagtraum, gehe ich mal von aus. Das heißt, wir gucken uns jetzt eine Geschichte an. Und sinnvollerweise fangen wir an mit One Lucky Stone, One Unlucky Ship. Das ist hier mit dem Baron, auf den ich überhaupt keinen Bock habe. Und wenn ich das jetzt später mache, dann muss ich immer noch wieder dran denken, ach ja, da kommt ja noch diese blöde Geschichte mit dem Baron wieder, worauf ich keinen Bock habe. Dann lieber das jetzt wegarbeiten und sich dann sehr auf die anderen drei Storys freuen. Ah ja, hier auch andersfarbig. Okay. Unlucky Ship, also es wird dann ja wahrscheinlich die Bobcat sein. Und der Lucky Stone. Oder ist ein Schiff auf einen Stein gekracht und dem Stein ist nichts passiert, deshalb hat der Stein Glück gehabt, sozusagen. Ostdistrikt in Heimdall. Da, wo Makias auch aufgewachsen ist. Oh, hier, Josette. Ach, das freut mich aber, dass wir die nochmal sehen. Vom Capua-Lieferdienst. Puh, endlich. Na, das hat aber eine Weile gedauert, bis ich die Adresse raus hatte. Oder gefunden habe, besser gesagt. So, Jingo und Cerberus. Welcome. Can't say I got my merch lined up yet, but feel free to poke around. Willkommen. Ich kann nicht gerade behaupten, dass ich die Waren schon einsortiert hätte, aber stöber ruhig rum. Special delivery. Long time no see, Jingo. Speziallieferung. Lange nicht gesehen, Jingo. Oh, Capua Delivery Service. Nice, you managed to find the place. Oh, Capua Delivery Service. Schön, dass du den Ort hier gefunden hast. I take it you got the goods? Du hast wohl die Waren dabei, gehe ich von aus. True to our slogan. You can always count on Capua. So yeah, I got your goods right here. Ja, ich werde unserem Slogan gerecht. Du kannst dich immer auf Capua verlassen. Hier sind deine Waren. Gotta say, I'm impressed you opened a new branch smack dab in the middle of Heimdall. Especially at your age. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt, dass du mitten in Heimdall hier eine neue Filiale eröffnet hast. Insbesondere in deinen jungen Jahren. It's no big deal, really. Ach, keine große Sache. I made some good connections during the war. All I did was put them to use. Während des Krieges habe ich ein paar Beziehungen geknüpft und die habe ich jetzt mal spielen lassen. Chose a damn good spot to set up shop too. It's perfect for Nine Valley. Und du hast einen guten Platz ausgewählt, perfekt für Nine Valley. Doesn't stand out too much, but still easy enough to find walking around. A perfect balance, I would reckon. Es ragt nicht zu sehr hervor, aber es ist leicht genug zu finden, wenn man umherläuft. Perfekte Balance, würde ich sagen. Josette, gerade hast du noch gesagt, du hast es nicht leicht gehabt, diesen Platz hier zu finden. Well, the shop that was here moved closer to the heart of the city. I figured I'd better snatch this prime real estate while I can. Nun, der Laden, der hier war, ist jetzt umgezogen, näher an den Stadtkern heran.
Und da dachte ich, es ist wohl besser mal, dass ich mir diese günstige Lage unter Nagel reiße, solange ich noch die Möglichkeit habe. Ja, und jetzt Quizfrage an euch. Welcher Laden ist hier früher gewesen und ist jetzt nicht mehr hier? Es kann durchaus sein, dass wir in Trails of Cold Steel hier auch einen Laden gehabt haben, wo was anderes drin war. Weiß das noch jemand? Oder weiß es jetzt halt einer wieder, weil er das gespielt hat und das noch irgendwie dann wieder aufgefallen ist. Aber so nur aus der Erinnerung raus, aus den Spielen, sich dann zu erinnern, was hier mal für ein Laden war, ich habe keine Ahnung. As I'm sure you guys know, a successful enterprise has a lot of moving parts. And good luck's one of them. Ich bin sicher, ihr wisst es auch genauso gut wie ich. Ein erfolgreiches Unternehmen hat sehr viele Zahnräder, die sich ständig bewegen. Oder man könnte auch sagen, bewegende Teile, die das Unternehmen am Leben halten. Und eines dieser Teile ist Glück. Oh yeah, don't we know it? Ja, das wissen wir nur zu gut. Anyway, here's to a good partnership between Capua and Nine Valley's brand new Heimdall branch. Jedenfalls sieht es nach einer guten Partnerschaft aus zwischen Capua und Nine Valley. Sure thing. We've always got your back. Logistically speaking, of course. Ja, sicher doch. Wir unterstützen dich jederzeit. Natürlich logistisch gesprochen. Ich muss allerdings zugeben. Was? So schön dieser Laden hier auch sein mag, ist es noch nicht genug, verglichen mit dem, wo ich dieses Geschäft in der Zukunft mal sehen will. Das klingt nicht so, als würde sich da jemand bald zur Ruhe setzen wollen oder beziehungsweise würde es zukünftig ruhiger angehen lassen. Nein, Jingo strebt immer nach Verbesserung. Naja, welche Richtung du auch einschlagen magst, wir liefern dir deinen Kram, um es über die Bühne zu bringen. Ehrlich gesagt möchte ich weniger On-Demand-Lieferungen von dir und mehr Me On-Demand. Was meint sie denn damit? Josette kann ja auch nicht ganz folgen. Geschwindigkeit ist der Schlüssel zum Erfolg. Du musst einfach mithalten mit den sich ständig verändernden Anforderungen der Gesellschaft oder du bleibst im Staub zurück. Meinst du nicht auch? Ja, kann gut sein. Du musst herausfinden, was deine Kunden haben wollen, bevor sie es selber wissen. Dann musst du dir schnell die Ware organisieren und sie ausliefern. Ja, oder anders ausgedrückt, gute Händler schaffen ja den Bedarf. Also, die entwickeln irgendwelche Sachen, wo der Kunde dann sagt, oh, das habe ich schon unbedingt immer mal haben wollen. Obwohl sie es vorher noch gar nicht brauchten. Oder ja, einfaches Beispiel. Rockefeller soll ja mal Öllampen verschenkt haben, damit die Leute sich an Öllampen gewöhnen und dann immer Öl bei ihm kaufen. Ob wir nun schmuggeln oder verkaufen an der Front, man braucht ein gutes Auge.
Okay, jetzt weiß ich so langsam, worauf du hinaus willst. Ich bin möglicherweise nicht die Richtige, um dir das zu sagen. Aber versuch bitte nichts zu Gefährliches über die Bühne zu bringen, ja? Ja, da hat Josette wirklich nicht die Rechte, sowas zu sagen, weil sie ja ehemalige Flugzeugentführerin ist, was ja auch gefährlich ist durchaus, ne? Naja, da kommt ihr halt ins Spiel. Was kann ich machen, damit ihr mir die Bobcat 2 überlässt? Ach, sie will das Luftschiff ausleihen oder kaufen oder was? Was? Glaubst du nicht, das ist ein wenig voreilig von dir? Ich dachte mir schon, du willst ein Luftschiff, ja. Aber warum muss es ausgerechnet die Bobcat 2 sein? Naja, wenn ich schwere Waffen transportieren möchte, dann brauche ich halt was Großes. Das wäre natürlich krass, wenn ich sowas hätte wie die Courageous 2. Aber für so ein riesiges Luftschiff braucht man natürlich auch wieder eine riesige Crew. Und das ist nicht ganz meine Liga derzeit. Naja, ich habe jedenfalls zu viel Geld in dieses Geschäft gesteckt. Da ist jetzt keins mehr übrig für ein großes Schiff. Ich glaube, Geld allein reicht auch nicht, um an die Courageous zu kommen. Wie dem auch sei. Deshalb möchte ich halt deinen Schraubenhaufen haben. Natürlich ganz respektvoll ausgedrückt. Er ist perfekt für eine Operation meiner Größe. Und ich mag es, wie leicht er sich bewegt. Und wie leicht man es auftanken kann, meint sie möglicherweise. Oder beladen kann. Naja, die Bobcat hat sich ja bereits unter Beweis gestellt im Einsatz. Deshalb bin ich mir sicher, dass ich die in 0, nichts beherrschen kann. Was ich so gehört habe, wollt ihr ja ohnehin auf ein neues Schiff umsteigen, da ihr ja auch am Expandieren seid. Also, was hältst du davon, mir das alte zu verkaufen? Günstig, wer weiß. Vielleicht denke ich dann auch an euch, wenn ich eine Lieferung brauche. Aha. Das ist also dein Ziel. Ja, tut mir leid, aber wir machen kein Upgrade auf ein größeres Schiff. Denn wir schaffen uns lieber ein paar kleinere an. Uns wurde bewusst, dass das besser zu unserer Geschäftsstruktur passt derzeit. Was? Du willst mich doch veralbern? Nein. Was soll ich anderes sagen, außer sorry? Da musst du noch mal drüber nachdenken. Wenn du jetzt agierst, dann schmeiße ich noch eine Lieferung mit Cerberus rein, ganz umsonst. Du verhandelst hart, aber du wirst unsere Meinung nicht ändern können. Die Bobcat 2 hat auch sentimentalen Wert für uns. Aber erzähl mir mehr über deine Cerberus-Lieferung. Ich bin ganz dabei. Verdammt, so viel zu meinem genialen Plan. Lass dich davon nicht runterkriegen. Ich bin sicher, schon bald steht Gutes vor der Tür. Wie du schon sagtest, Glück ist Teil des Geschäfts. Ach, schau mal an, wie spät es schon ist. Ich muss weiter zu meiner nächsten Lieferung. Wir sehen uns. Und fühl dich nicht fremd. Wir arbeiten sehr gern mit dir zusammen.
Tja, woher jetzt ein Luftschiff bekommen? Das war wohl nix. Vielleicht hat Cerberus eine Idee. Aber was mich ein bisschen wundert, ich dachte, Cerberus hätte inzwischen schon ein bisschen größer sein müssen. Was ist in dich gefahren, Jungchen? Was? Du gibst mir das, um mich aufzuheitern oder so? Was ist das? Was für ein seltsamer Stein. Wo hast du denn das aufgegabelt? Oh, das ist der Stein, von dem die Rede ist. Ein Lucky Stone und ein Unlucky Ship. Ah, du hast ihn mitgebracht, weil er so toll riecht. Naja, ich rieche jedenfalls nichts, aber ich habe ja auch keine Hundenase. Naja, ich werde jetzt nicht mehr jammern. Ich kann mich ja nicht auf ewig in meinem Elend suhlen. Wir haben Wichtiges zu tun. Danke, Partner. Du gibst immer einen guten Jagdhund ab, wenn du dich um deinen Meister kümmerst. Wenn es nur so leicht wäre, ein angemessenes Schiff in die Finger zu bekommen. Da steht sie noch, die Juno Naval Fortress. Inzwischen, am Ende des Spiels, ist sie ja platt. Und da ist, ach genau, er war kein Baron, er war Marquis Ballet. Sei gegrüßt, mein geliebter Großonkel. Ich gehe davon aus, dass es dir gut geht, oder ich hoffe, dass es dir gut geht. Okay, das wird also Music geschrieben haben, oder? Oder hat er sonst noch Großnichten? Ich wünschte, ich könnte persönlich hier sein. Zunächst einmal erlaube mir meinen Glückwunsch, dass du jetzt der geschäftsführende Herrscher der Provinz Lamar bist. Da seine Exzellenz jetzt zurückgekehrt ist in die kaiserliche Hauptstadt, würde normalerweise ich als nächste Herzogin diese Position einnehmen. Allerdings, da ich noch Schülerin bin, habe ich das Gefühl, dass diese Verantwortung noch ein Stück zu groß für mich ist. Aber ich bin erleichtert, dass du diese Position angenommen hast, diesen Posten, Großonkel. Jetzt weiß ich, dass die Provinz Lamar in guten Händen ist. Ja, nur falls sich Marquis Ballard extrem geändert haben sollte. Diesbezüglich habe ich einige Ideen zur Regierung von Lamar, die ich gerne mit dir teilen möchte. Ich habe die Materialien beigefügt. Und deshalb glaube ich, dass es am besten wäre, nach vorne zu gehen, nach vorne zu schauen. Ich bete für deinen andauernden Erfolg und deine andauernde Gesundheit. Deine geliebte Großnichte Mildin, genau, den Namen wusste ich jetzt auch gar nicht mehr, was jetzt ihr normaler Name ist. Musif ist ja quasi nur ihr Spitzname. Grrr. Geliebter Großonkel am Arsch. Natürlich geht es mir nicht gut. My Lord, bitte beruhigen Sie sich. Wie kann ich ruhig sein, wenn diese kleine Göre
Sprichst du von Lady Mildin? Was ist denn mit ihr? Sie hat sich den Titel der nächsten Herzogin unter den Nagel gerissen und überlässt mir die ganze Arbeit. Verantwortung zu schwer. Alles Lügen. Sie hat ganz im Detail aufgeschrieben, wie ich Politik ausüben soll. Ich muss die ganze Schwerarbeit leisten, während sie ihr sorgenfreies Leben als Schülerin hat. Wie nervig kann das bitte sein? Ja, Maki, wie wär's mit Knast? Wäre eigentlich die bessere Wahl. Sei froh, dass du hier im Warmen und Trockenen sitzen darfst. Wenn ich fragen darf, mein Lord, warum genau hast du denn die Position des geschäftsführenden Herrschers angenommen? Es war eine Bitte von der Regierung. Wenn ich abgelehnt hätte, hätte sich meine Lage nur verschlimmert. Oh, das wusste ich ja gar nicht. Natürlich ist es nicht allzu unwahrscheinlich, dass dieses Mädchen dieses Schlamassel ausgelöst hat. Also ist es mein Job, als ihr adliger Großonkel, ihr mal zu zeigen, wie es gemacht wird. Ja, meine Rede. Familiäre Bande. Deine Güte kennt wirklich keine Grenzen, mein Lord. Blödsinn. Ich mag es einfach nicht, wenn unser Familienname in den Schmutz gezogen wird. Ja, zur Kenntnis genommen, my Lord. Und ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich jetzt auch einfach nochmal die Verantwortung über die unbemannte Seefestung aufgebürdet bekomme. Wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, wurde die dort stationierte Division woanders hin verlegt, während der Umstrukturierung des Militärs. Ja, und hier gibt es keine Ablenkung, keine Unterhaltung und eine Reise nach Ordis, das dauert einfach viel zu lange. Ja, natürlich. Er würde jetzt nämlich auch gerne ein sorgenfreies Leben in Ordis führen, wo er einfach nur ja, fürstlich speist und irgendwelche Theatervorstellungen besucht oder sowas. Für wen halten die mich? Ja, wenn es eine offizielle Anfrage ist, dann darfst du die Festung jetzt auch für eine Weile nicht unbemannt belassen. Du musst das hier quasi als dein Büro ansehen. Wenn ich ein Luftschiff hätte, dann wäre Reisen natürlich kein Problem. Ja, meine Schiffe wurden beschlagnahmt, als ich beschuldigt wurde, Gelder veruntreut zu haben. Aber diese dunklen Tage werden schon bald hinter mir sein. Ich plane schon bald, mein eigenes persönliches Schiff zu kaufen. Ja, also, da frage ich mich jetzt wirklich, wirklich ernsthaft. Maki Ballard hat nichts an Reue gezeigt. Und warum darf er jetzt hier wieder Politiker spielen? Auch wenn Musi die ganzen Anweisungen gibt und so. Es ist doch einfach viel zu gefährlich. Man hätte ihn in das dunkelste Loch eingesperrt lassen sollen und dann wäre gut gewesen. Wo wir gerade davon sprechen, wie läuft denn die Entwicklung diesbezüglich? Du hast doch die Möglichkeiten erkundet, oder?
Ja, das Geschäft. Mhm. My Lord, es schmerzt mich, das zu sagen, aber ich dränge dich dazu, vorsichtiger zu sein. Wieso? Erinnere dich eventuell an die reisende Wahrsagerin, die du kürzlich in die Festung eingeladen hast. Natürlich, diese junge Dame, ganz in Schwarz gekleidet. Ich habe sie herbestellt, um mir ein bisschen die Zeit zu vertreiben. Oh, ja. Wenn man ihren Wahrsagungen trauen kann, dann solltest du nicht so mit dem Geld um dich schmeißen. Andernfalls wird dich das Unglück treffen. Naja, was das betrifft, da muss man echt schon verrückt sein, um den Worten einer so verdächtigen Frau überhaupt Glauben zu schenken. Ich bin der großartige adlige Ballet. Auf so einen Blödsinn falle ich nicht rein. Ja, Horoskopen und Wahrsagungen vertraust du nur dann, wenn die Gutes prophezeien, oder? An dem Plan wird sich kein Stück ändern. Und schon bald werde ich dorthin fliegen, wo ich Lust drauf habe. Da ist sie ja. Oh, wir haben Kundschaft. Naja, ist ein Glückstag. Wie es der Zufall so will, haben wir gerade eine ordentliche Rabattaktion. Und zwar für Granaten. Willst du einen Koffer davon mitnehmen oder drei? Ich kann sie direkt einladen. Ich glaube nicht, dass Beryl unbedingt Bock auf Granaten hat. Ist eher so, dass Beryl hier eher eine Prophezeiung dalassen wird oder so. Oder Beryl will sich sogar einmischen und dafür sorgen, dass Ballet das Unglück widerfährt. Aha, nein, sowas Gewöhnliches brauche ich nicht. Wir sind alle verstrickt in den Weben des Schicksals und die Fäden, die an mir ziehen, befahlen mir, deinen interessanten Laden zu besuchen. Ja, ich kriege leider die leicht verwobene Sprache von Beryl nicht so gut hin. Tut mir leid. Ja, du klingst, du sprichst komisch, Fräulein. Aber egal. Du kannst dich umschauen hier, kostet nichts. Oh, ist dieser Stein das, was ich denke? Bist du eine... Ja, wie nennt man das jetzt fachmännisch? Eine Steinliebhaberin? Oder... wie nennt man mit lateinischem Fachbegriff Leute, die seltene Steine sammeln? Ich komme gerade nicht drauf. Also Geologen sind es ja nicht. Geologen interessieren sich so für Steinvorkommen oder sowas, aber das ist hier nicht gemeint. Also ich sage, ist ja jetzt einfach mal Steinliebhaberin. Wenn ich mich nicht irre, ist dieses Teil in Liberl aufgetaucht. Was, du kennst diesen Stein? Er hat zufällig auch noch Beryls Augenfarbe. Und auch
dieses Funkeln da drin, das ist wirkt wirklich wie so ein Stein aus einer anderen Welt. Ich spüre mysteriöse Wellen, die dieser Stein aussendet. Es könnte möglicherweise ein heiliges Objekt sein, das eine gute Zukunft prophezeit. Meinst du? Ich habe davon keine Ahnung. Das sieht aus wie eine Million anderer Steine, die ich schon gesehen habe. Aber da muss ich doch mal fragen, wer bist du überhaupt? Ich bin nur eine reisende Wahrsagerin. Ich reise nach dem Wunsch einer höheren Macht auf der Suche nach dem Mysteriösen. Oder nach dem Wunsch, vielleicht das ist das falsche Wort, nach dem Gutdünken, nach einer Laune. Aus einer Laune einer höheren Macht heraus bin ich auf der Reise, auf der Suche nach dem Mysteriösen. Sag mir, würdest du dich von diesem Stein trennen wollen? Ich hätte ihn wirklich sehr gerne. Ich meine, ja, klar, verkaufe ich den, aber ich weiß ja nicht, welche Art von Preis man so für einen Stein verlangen kann. Ich glaube, Beryl wird nicht mit Geld bezahlen. In diesem Fall schlage ich einen Handel vor. Oh, ja! Wer würde nicht den Stein gegen diese Puppe tauschen? Albträume sind garantiert. Was hältst du davon, wenn du mir diesen Stein im Tausch gibst gegen dieses Kunsthandwerk? Ich habe Nächte damit zugebracht, es zu nähen. Was, Beryl hat das selbst gemacht? Sonst hätte ich ja noch glauben können, dass es vielleicht tatsächlich irgendwie eine magische... so kann es auch eine magische Puppe sein, aber ich dachte, vielleicht ist das auch ein Frühwerk von Rosenberg oder was auch immer. Ich jedenfalls hätte da tatsächlich Vertrauen zu Beryl. Wenn ich jetzt so wäre wie Jingo und ich würde Beryl nicht kennen, dann würde ich niemals diesen Stein gegen diese komische Puppe tauschen. Aber so wie ich Beryl halt in den Spielen bereits kennengelernt habe, denke ich, dass es bestimmt kein schlechter Deal ist. Also, und was will ich auch mit diesem Stein? Beryl kann ihn bestimmt besser gebrauchen. Jetzt mal Butter bei die Fische. Ist das Ding irgendwie verzaubert oder so? Nein, nein, überhaupt nicht. Es ist nur eine gewöhnliche Puppe. Ich habe sie nicht mit Flüchen belegt oder so. Oder hättest du gerne Flüche? Nein, nein, danke. Mir fällt einfach kein ernsthafter Grund ein, diesen Stein zu behalten, ehrlich gesagt. Ja, okay, es ist also ein Deal. Und wenn man, auch aus Jingos Sicht, wenn man es aus Verkäuferperspektive sieht, gibt es, denke ich, mehr Leute. Was sagen wir so, der Stein ist ja kein klassischer Edelstein, sonst hätte Jingo das erkannt, wenn er richtig, richtig wertvoll wäre. Also es ist ein einfacher Stein und sie kriegt jetzt eine Puppe dafür. Und es gibt bestimmt mehr Kunden, die jetzt so eine komische Puppe haben, die haben wollen. Selbst wenn die jetzt in meinen Augen etwas ja, gruselig aussieht, gibt es bestimmt Fans für derartige Puppen. Und dann lässt sich die besser verkaufen als so ein Stein. Ja, also abgemacht. Wunderbar. Da du diesen Stein einmal besessen hast, wird dich das Glück sicherlich heimsuchen. Und damit werde ich mich auch verabschieden. Mögen wir uns wiedersehen, wenn unsere Schicksalswege sich einander kreuzen. Bis dann.
Naja, das war mal ein seltsamer Vogel. Aber hätte schlimmer laufen können. Vielleicht sollte ich auch mal Wahrsagesachen ins Programm aufnehmen. Also Produkte für zum Wahrsagen verkaufen. Ins Sortiment, genau, das war das Wort, was ich eben suchte. My Lord, ich habe Bericht zu erstatten. Ah, das freut mich so ein bisschen, dass Ballard tatsächlich Arbeit zu erledigen hat und dass er das auch tatsächlich tut. Ballard weiß, dass er sonst tierischen Ärger bekommt und er will ja auch nicht, dass das Land hier zugrunde geht, also deshalb macht er den Kram. Aber an Muses Stelle würde ich Ballard halt nicht trauen, dass Ballard genau die Politik so macht, wie Muse es gerne möchte. Naja, worum geht es denn? Dieser ganze Papierkram hat mich in miese Stimmung gebracht. Das kann sicherlich noch ein bisschen warten. Bist du da sicher? Das Luftschiff, was du gekauft hast, ist angekommen. Aber wenn du dich nicht wohlfühlst, dann ruh dich besser aus. Was, mein Schiff ist da? In der Tat. Der Händler hat es auf dem Dach ausgeliefert. Haha, endlich eine Nettigkeit, um das ganze Leid mal beiseite schieben zu können. Bring mich zum Schiff, sofort. Aber mein Lord, ich dachte, du würdest dich nicht wohlfühlen. Ach, vergiss das. Es geht mir total prima. Und ich muss jetzt mein Schiff sehen. Naja, wenn du mir dann bitte folgen möchtest. Übrigens, ich habe mich getäuscht. Ich dachte ja, es würde mir keinen Spaß machen hier, diese Episode mit Ballard, aber es ist super interessant. Ja, mir läuft schon beinahe der Sabber aus dem Mund, wenn ich mir das Schiff vorstelle. Ich hatte noch nicht das Vergnügen, es persönlich in Augenschein nehmen zu können. Ich habe die Details dem Händler überlassen. Also er hat die Katze im Sack gekauft. Aber sicherlich würde ein Luftschiff wie die Pantagruel sehr gut zu einem großen Adeligen passen, wie ich es bin. Jetzt ist er wieder total größenwahnsinnig nicht geworden. Aber selbst wenn es nicht groß von den Ausmaßen ist, sollte es würdevoll und majestätisch sein und meinen erhobenen Ansprüchen Genüge tun. Mein ästhetischer Geschmack ist sehr ausgefeilt im Verlauf der Jahre. Ich akzeptiere nichts außer dem Besten. Und jetzt der Moment der Wahrheit. Ja, wo ihm die Kinnlade runterklappt. Weil es wird natürlich nichts Majestätisches sein, was wir hier erleben. Wo ist denn mein Schiff? Direkt vor euch. Ich frage nochmal, wo ist mein Schiff? Ja, es ist doch hier, direkt vor euch. Aber das... Das ist doch nur so was wie ein Beiboot. Ja, das ist ja was Dingo gut gebrauchen könnte, ne? Aber immerhin bewaffnet. Das ist dein privates Luftschiff, was du kürzlich erworben hast. Absurd! Du kannst doch nicht vorschlagen wollen, dass ich auch nur einen Fuß setze auf dieses Möbel. Ja, wenn es nach dem Händler geht, ist dieses Schiff eines der langzeit beliebtesten Modelle von der Firma Reinfort. Es gab auch schon allerlei Updates, Veränderungen dran und der Motor wurde ausgetauscht mit einem neuen Modell. Also das hat schon ordentlich Speed auf Lager. Vergiss die Geschwindigkeit.
Es ist Augenkrebs. Ich sage, das ist eine verhohene Piepelung eines jeglichen Luftschiffs. Nichts von der Bauqualität passt zu einem Mann meines Kalibers. Da muss ich ja sagen, bin ich ganz anders als Marquis Ballett. Mir wäre die Optik eines Luftschiffes wirklich, ich will nicht sagen 100% egal, aber sie wäre wirklich so ziemlich an letzter Stelle. Mir geht es darum, hat es die Geschwindigkeit, die ich brauche, hat es den Platz, den ich brauche, kann ich es bezahlen? All das ist halt vorrangig und wenn es dann halt so aussieht, wie es aussieht, kann ich damit sehr gut, sehr, sehr gut leben. Von was an diesem Schiff war ich denn so begeistert, als ich meine Optionen überdachte? Von welchem Schiff sprichst du jetzt? Ja, du weißt doch, dieses atemberaubende Schiff, was designt war nach dem Val Flame Palast. Naja, dafür mangelte es an Käufern und deshalb wurde die Produktion dieses Schiffes eingestellt. Bitte? Und was mit dem anderen Schiff? Das, was mich an ein edles Hotel erinnerte und wo sogar ein Swimmingpool an Bord war. Die Qualitätskontrolle war besorgt, dass der Preis weit über dein Budget hinausgeht. Deshalb musste ich dieses Angebot ablehnen. Was? Nun, die meisten meiner Besitztümer haben ja tatsächlich den Besitzer gewechselt, das stimmt schon. Aber was ist jetzt mit diesem up-to-date Hochgeschwindigkeits-Passagierschiff aus dieser Fabrik in Liberl? Das ist doch ein kommerzielles Gefährt, was nicht die adlige Persönlichkeit verkörpert, die ich mir so sehr wünsche, aber es war immerhin komfortabel. Das hätten wir doch mit unserem Budget hinbekommen können, oder? Ja, dieses Modell ist unglaublich beliebt. Es ist schon eine ganze Weile nicht mehr lieferbar. Wenn man es jetzt vorbestellt, bekommt man es erst übernächstes Jahr. Ach verdammt! Fabriken in kleinen Ländern sind doch einfach nur wertlos. Sie könnten mal ein oder zwei Sachen lernen oder auch tausend von unserer Produktionsweise. Ja, am erebonischen Wesen soll die Welt genesen. Ne? Das ist so sein Leitmotiv. Ballett sagt, naja, ich bin jedenfalls ganz und gar nicht zufrieden. Ich muss noch ein bisschen was dazu sagen, was mich jetzt auch so an Ballett fasziniert. Dass ich tatsächlich im Verlauf der letzten Wochen mit einer Person zu tun hatte, die diesem Marquis Ballett nicht ganz unähnlich ist. Also ich will nicht sagen, es ist eine und dieselbe Person, also ganz und gar nicht, aber so 20-30% Ballett steckt in dieser Person drin und das machte sie für mich schon arg unsympathisch, muss ich sagen. Und deshalb hoffe ich, dass ich mit dieser Person nur noch wenig zu tun haben werde. Naja. Welcher Teufel hat dich geritten, so ein Schiff zu kaufen, was komplett meinem feinen Geschmack widerspricht?
My Lord, ich glaube, du hattest ganz deutlich angeordnet, dass der Händler ein Schiff kauft. Egal was. Ja, da kann ich mich so dunkel dran erinnern, das stimmt. Also, bleib fröhlich. Lassen wir das Aussehen mal beiseite. Du wirst bemerken, dass es sich auf Reisen äußerst nützlich erweisen wird. Ich war so hoffnungsvoll, mein eigenes majestätisches Schiff, das alle beneiden.